Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen großartigen Jahresbeginn im falschen neuen Jahr. Du weißt, das neue Jahr beginnt erst am 20. März 2023, wenn du so möchtest. Auf jeden Fall, wenn die Sonne auf 0 Grad wieder steht. Wieder ist immer der Anfangspunkt und das wird auch immer so bleiben. Aber ganz egal, wie es ist, wir haben für morgen den 2. Jänner 2023, das ist ein keltischer Dienstag, ein Marstag, das würde für Unruhe und Nervosität sprechen, ein Sextil zwischen dem rückläufigen Merkur und dem Neptun. Bevor ich loslege, bedanke ich mich für deine Treue im letzten Jahr, weil wir sind sozusagen eine Gemeinschaft von circa 3.000 bis 4.000 Anhängern von Tageshoroskop. Die anderen existieren leider offenbar nicht mehr. Das Interesse hat sozusagen an Tageshoroskop dramatisch nachgelassen. Wir haben teilweise Aufrufzahlen von unter 3.000, wenn ich hier nur zeigen darf, also von gestern, das war hier zum Beispiel 2.992, bei einer Zustimmungsquote von 99,4%, keine 3.000 Aufrufe mehr. Also das heißt, es wird möglich sein, ich hoffe, dass es YouTube schaffen wird, dass wir unter die 1.000 Marke an Aufrufen gedrückt werden. Es sind großartige Entwicklungen. Ich hatte den Eindruck, dass sich meine astrologische Kompetenz im Jahr 2022 deutlich verbessert hat. Aber egal, wie es auch immer ist, dieses Horoskop ist ein 73-Tages-Horoskop, also das heißt in etwa 2 Monate und 14 Tage, denn am 16. März wird der rückläufige Merkur dann Neptun eingeholt haben und am 16.3. wird es dann wieder zu einem neuen Zyklus zwischen Merkur und Neptun kommen. Worum geht es bei diesem Zyklus? Naja, Merkur steht für Wissen, für Kommunikation, für Einsichten, Erkenntnisse und Neptun steht für große Intuition, für Spiritualität, für Einfühlungsvermögen, Sensitivität und natürlich auch für Spiritualität und logischerweise auch für Fantasie. Die negativen Aussagen möchte ich mal jetzt zur Seite lassen und das bedeutet, dass wir hier einen Zyklus haben, wo unser Denken und unser Bewusstsein erweitert wird. Und Sextil ist ein Aspekt der Chancen, nicht ein Aspekt jetzt eines Ereignisses, wo man sagt, ja, das geschieht, sondern hier haben wir ein Potenzial. Und interessant in dem Zusammenhang ist Merkur in seiner Rückläufigkeit deswegen, weil wir offensichtlich hier in dieser Phase spirituell, mental, vielleicht magisch arbeitend, noch einiges zu lernen haben, weil die Rückläufigkeit bedeutet ja, man soll noch einmal drüber nachdenken, man soll sozusagen nicht nachsitzen, ist vielleicht zu negativ besetzt, man soll über diese Fähigkeiten und Kompetenzen noch einiges an Qualifikation erwerben. Naja, schauen wir mal. Wer ist hier Merkur? Merkur ist einerseits Herrscher des 6. Hauses, würde passen, das ist sein Domizilhaus, das heißt, hier geht es um das Thema Krankheiten, um das Thema auch Arbeitsplätze. Natürlich kann man hier auch die niederen Behörden drinnen sehen, auch das Militär gehört ins 6. Haus und natürlich auch die kleinen Haustiere, Meerschweinchen, Hasen und so weiter. Die größeren Haustiere zählen meines Wissens in den Bereich des 9. Hauses, also größere Haustiere wie Kamele oder Elefanten zum Beispiel. Merkur ist aber auch eingeschlossener Herrscher des 8. Hauses, das heißt, es geht hier hintergründig bei dem Thema Krankheiten um das Thema Tod. Und dieses Thema Tod wird jetzt hier im 1. Haus überdacht. Also das heißt, also nicht unter einem Dach gestellt, sondern man denkt jetzt darüber nach. Man macht sich mehr Gedanken im 1. Haus, ja, macht man sich mehr Gedanken darüber, über das Thema Krankheiten und Tod. Und hier besteht offensichtlich auch ein Zusammenhang zum Thema Finanzen. Wie dieser Zusammenhang jetzt lauten könnte, muss ich ehrlich sagen, es ist interessant. Also das ist interessant. Wir haben hier das 8. Haus,
kann auch stehen für Finanzverluste, ja. Für heimliche Finanzverluste, kann es auch sein, ja. Heimliche Finanzverluste trotz Arbeit, ja. Sechstes Haus steht für Arbeit, das ist auf dem Sektor der Arbeitsplätze, also trotz Arbeit zu verborgenen Verlusten kommt. Verlust ist hier dieses Thema. Wäre eine mögliche Interpretation. Also das würde dann indirekt auch bedeuten, dass die Menschen sich mehr Gedanken machen müssen, nachdenken, Rückläufigkeit, wie sie sozusagen wieder ausreichend Geld verdienen können. Denn ich glaube, das Thema Finanzen ist jetzt ein sehr, sehr virulentes und ein sehr aktives Thema. Und das kann ich auch hier aus dem Aszendenten Steinbock mit Herrscher von 1 Saturn an der Spitze des zweiten Hauses ebenfalls herauslesen. Also das heißt, hier sehen wir eben, kann man fast schon als Working Poor bezeichnen. Ja? Die Leute trotz Arbeit verlieren 8. Haus heimlich immer mehr und mehr Geld. Also spannende Geschichte. Wir haben gleichzeitig im sehr stark besetzten 2. Haus, welches nur noch vom 1. Haus übertroffen wird, welches mit 4 Planeten besetzt ist, aber das besetzte Haus, das 2. Haus ist mit Jupiter, Herrscher des 12. Hauses, da geht es um Vernebelung, Unklarheiten, Betrug, auch schwierig besetzt, ja, also zusätzlich noch zu Neptun, also ganz, ganz merkwürdige Dinge, und Neptun könnte dann natürlich auch bedeuten in diesem Zusammenhang, dass hier Finanzen verschwinden. Aber ich möchte diesen Aspekt nicht zu negativ besetzen. Mir gefällt es besser, wenn die Leute hier offensichtlich jetzt sich mehr Kompetenzen aneignen müssen, um eben ausreichend ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Denn unbestritten ist, dass auch der Herrscher des 2. Hauses, Uranus, an der Spitze des 4. Hauses steht. Auch hier können wir das Thema wieder große Finanzprobleme ablesen. Warum große Finanzprobleme? Weil Uranus rückläufig bedeutet eine Schwächung auch der Bevölkerung. Ja? Natürlich, Spitze 4. Haus ist es für die Bevölkerung eine starke Schwächung, weil Uranus als Herrscher des 2. Hauses wieder für Finanzverluste steht. Ja? Also noch einmal dasselbe Thema angeschnitten, wegen seiner Rückläufigkeit. Und wir sehen auch hier, ja, wir können auch sagen, anders interpretiert, Spitze 2. Haus im Wassermann steht für das digitale Geld, und Herrscher von 2. 4. Haus rückläufig bedeutet, dass die Bevölkerung das digitale Geld nicht möchte, ja, dass es abgelehnt wird. Und wir sehen auch über den Aszendenten Steinbock, dass es eine schwierige Phase ist, die nächsten 73 Tage, korrekt, bis zum 16. März 2023 werden wir eine schwierige Phase haben, und die stärkste Häuserspitzenbesetzung ist Uranus, Spitze 4. Haus, weil es eine kardinale Häuserspitzenbesetzung ist, in dem Fall Imum Zöli, also das heißt die MCIC-Achse beherrscht. 73 dividiert durch 12 ergibt abgerundet 6 Tage Länge pro Haus. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3 mal 6 ist 18, das heißt vom 2. an beginnen, das heißt ab 20. Jänner haben wir hier die Finanzprobleme der Bevölkerung virulent werdend. Also das heißt ab 20. würde ich sagen begleitend bis zum Ende der Phase 16.3. drängen sich dann immer mehr und mehr Finanzprobleme für die Bevölkerung aufdrängen ist gut. Ich würde sagen, es drängt sich jetzt die alte Zahlenreihe auf in dem Fall. Und das wäre die 2, die 3, die 5, doppelte 5, die 7 und daraus die 10 plus 3 ergibt dann als letzte Zahl die 1. Ja, schauen wir, weil die alte Zahlenreihe war bis dato immer recht, recht treffend. Also muss ich ehrlich sagen, alte Achtung. Ich glaube, die Sonne scheint, ja. Heute scheint tatsächlich die Sonne. Man sieht das vielleicht indirekt, weil von der Rückseite, aber trotzdem Zielscheinwerfer, ich weiß nicht, verbessert, das siehst du das besser, das ist so, keine Ahnung. Ja. Wir probieren es einmal ohne. Wir sehen hier in diesem Horoskop die Neptun-Energie,
kosmische Energie als sehr stark wirksam. Naja, Volltreffer, ja. Also Neptun ist im Horoskoptitel drinnen und auch im zweiten Haus befindet sich Jupiter als Herrscher von 12, würde ich sagen, in 2 doch sehr stark, sehr dominant. An zweiter Stelle haben wir die 3, steht für Uranus, das ist die Herrscherin, sozusagen das Gebären aus der Stille. In der Ruhe liegt quasi die Kraft, die Gelassenheit und Uranus hat tatsächlich in diesem Horoskop auch eine starke Position und zwar als Herrscher von 2 an der Spitze des vierten Hauses, eben die stärkste Häuserspitzenposition durch Uranus. Deswegen würde ich sagen, ist auch die 3 ein Volltreffer, ja, es ist ein Volltreffer. Klar, zu Beginn der Zahlen sind natürlich die, also 1., 2., 1., 3., 1. etc., haben wir die reinen Planetenenergien und dadurch ist natürlich hier die Möglichkeit einer starken Häuserbesetzung oder Horoskopbesetzung sehr groß. An dritter Stelle haben wir Jupiter. Ich möchte jetzt nicht im Einzelnen erklären, was diese Symbolik hier bedeutet. Wir sehen auf jeden Fall hier die Hörner. Die Hörner damit sind sozusagen die Hohepriester gemeint, ja, die immer nur unser Bestes wollen und mit Jupiter, Herrscher von 12 in 2, glaube ich, haben wir gerade angesprochen zuvor, sind wir auch ganz gut unterwegs. Also Jupiter hat für mich hier auch eine starke Position, weil Jupiter im Widder steht immerhin wegen seiner Domizilstellung Schütze in seiner Triplizität zum Domizil. Die 7 an vorletzter Stelle, die steht für den Planeten Erde, für Ki. Und naja, vielleicht in dem Zusammenhang ganz interessant zu erwähnen, dass ich jetzt den Fixstern Nun Ki oder wie sein richtiger Name lautet, Enki, jetzt gelten lasse für die Sonne. Ja? Also das heißt, wir sind hier schon im Einflussbereich von Enki. Hier steht sein wahrer Name, Enki. Und das heißt, En ist der Herrscher und Ki meint die Erde. Also hier eine ganz interessante Verbindung, die wir jetzt aufbauen können. Ich würde sagen, wir schauen uns die restlichen Zahlen im zweiten Teil dann an. Ende.